Der große Contest. Wer hat mehr Gold in der Rinne in 2 Stunden? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Pirni Daniel und ich bin gerade am Bach beim Goldsuchen. Auf geht's zur Schürfstelle. Ja, ganz wichtig, habe auch heute mal die Silikonrinne dabei. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die heute abschneidet im Verhältnis zu dem, was der Maikas dabei hat. Ja, zur Begrüßung hast du gleich mal einen. Daneben ist gleich noch einer, oder? Ja, das sind 2. Ich glaube, jetzt habe ich eine gute Stelle. Du musst da einfach alle. Ist der da, ne? Ja. Da ist noch einer. Hier, da ist ein großer. Ist das einer? Ja. Der Maikas weiß ja noch gar nicht, was ich heute vorhab. Ich habe nämlich heute vor, einen kleinen Contest zu machen. Ich wollte jetzt mal gucken, in 2 Stunden, wer praktisch mehr Gold in der Rinne drin hat. Also das ist sozusagen der Vergleich zwischen meinem Eigenbau und der Kussis-Lust von ProAdme. Genau! Der große Contest. Wer hat mehr Gold in der Rinne in 2 Stunden? Ja, und jetzt mal die Rinnen im Vergleich. Wir haben hier vorne die Kussis-Lust. Daneben die Gold Red und hier drüben ist praktisch der Eigenbau von mir. Zeige ich euch meinen kleinen Trick mit dem Falteimer. Ihr seht ja hier, die Pfanne bzw. Sieb steht in dem Falteimer drin. Obwohl der Falteimer selber nichts hält. Dadurch, dass praktisch unten drin Material aufkommt, also sich auffüllt, bleibt natürlich irgendwann das Sieb auch drin stehen und füllt praktisch den Eimer nach oben hin auf, sodass ihr euer Sieb immer abstellen könnt bei der ganzen Geschichte, solange bis der Eimer voll ist. Also ich finde es total genial. So. Ein bisschen was passt noch rein.
gestiegen. Das sieht jetzt hier eigentlich ganz gut drin. Ich habe es jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Nach 2 Minuten haben wir immer noch hier diese Steinchen drin und hier oben ist immer noch unser Gold, was sich da nicht von der Stelle bewegt. Und ich hebe jetzt mal hier die Rinne an. Ja. Setze ich sie wieder ab. Und ihr seht, das Zeug ist wie eingeklebt. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist hier die Selektion, wo wir wirklich extrem viel schwarzen Sand hier unten dahinter haben. Kleines Zwischenfazit von mir, warum ich eigentlich diese blauen Silikonmatten nehme. Das ist ganz einfach. Also ich hatte ja vorher die schwarze Vorschaumatte drin und die Feinriefen, die da drin sind, die lassen sich extrem schwer sauber machen. Außerdem bin ich der Meinung, dass größere Stücke dort fortgerissen werden und deswegen bin ich auf bisschen größere Felder, bisschen tiefer und vor allen Dingen den blauen leuchtenden Hintergrund gegangen mit der Silikonmatte. Und ja, ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden. Das ist auf jeden Fall definitiv besser als die schwarze Vorschaumatte und ich werde auch in meiner anderen Waschrinne die Vorschaumatte hier nachrüsten. Übrigens gibt es hier auch in verschiedenen Farben, also blau, weiß, schwarz, gelb, grün, alles dabei, was das Herz begehrt. Unser Inhalt der Waschrinne ist also unser Clean-Out. Schauen wir doch mal, ob da was drin ist. Ich habe eigentlich immer diese blauen Gummihandschuhe im Einsatz und die sind wirklich gut. Die haben zwar innen drin so ein Baumwollfutter, was sich dann auflöst, aber scheiß drauf. Im Endeffekt ist einfach die Hand warm da drin und wenn man das Innenfutter rausgerissen hat, dann passt es super. Aber jetzt guck mal, ich habe jetzt praktisch hier 3 solche blauen Eimer plus halt das Zeug, was da oben liegt. Und das ist bis jetzt die Materialmenge, die ich jetzt geschafft habe in der Zeit, wo wir jetzt hier am Bach sein. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin natürlich mit Filmen und mit Kamera auch ein bisschen beschäftigt, deswegen ist natürlich ein direkter Vergleich jetzt nicht ganz so einfach, weil wir ja nicht beide gleichzeitig dieselbe Menge schürfen, sondern er hat ja den Vorteil, dass er einfach mehr reinkriegt, ne? Muss man ja dazu sagen. Ich krieg mehr rein. Verdammt viel gutes Zeug drin. Da ist eine.
kleiner Blick auf mein bisheriges Ergebnis. Jawohl. Schauen wir uns später in der Pfanne nochmal an. Schick. Perfekt. Unter der Lehmschicht, aber das hat man schon öfter hier. Aber es war noch was drin. Das soll es dann für heute auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Und wir machen jetzt noch einen kleinen Vergleich, wer jetzt im Endeffekt mehr in der Pfanne gehabt hat. Aber ich glaube, er hat gewonnen heute. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise mal, genau. Ja, und darum geht es ja auch nicht. Geht ja um Spaß. So ist es. Außerdem, er hat ja vorher schon, wie viel, 3 Stunden, 4 Stunden vorher angefangen? Ich glaube schon seit gestern. Ich habe es bloß keinem gesagt. Also, es ist schon ein bisschen Aufwand, so ein Loch hier zu bekommen. Und es ist wirklich viel, viel Arbeit, die da drin steckt. Ihr habt ja gesehen, in welchem Zeitaufwand ich da hinten mein Loch gegraben habe. Das ist ja ein winziges Babyloch. Und da brauchst du einfach entsprechend Zeit. Gut, wir schauen uns jetzt nochmal die Ergebnisse an, die Endergebnisse an. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Bleibt gesund. Bis dann. Ja, und ganz wichtig noch, Like da lassen und den Kanal abonnieren. Ja, das ist das Ergebnis für heute. Schöne kleine Goldspur, ein größeres Stückchen mit dabei, ca. 2,5 bis 3 mm groß. Der Rest lauter kleine Punkte. Ja, und was sagst du? Ja, schon weit zufrieden für heute. Also schon ein bisschen was drin in der Pfanne. Sind schon 40, 50 Färbchen drin. Ein, zwei, ja gut, 1 mm groß, 2 mm und der Rest halt Kleinzeug. Aber ich bin zufrieden. Ne? War gut.